Won't lie, Vee. I got a shit job for you. Political, meaning. You'll need to grab some dirty docs on Javier Alvarado, advisor to the mayor. Intel says you'll find them in the office of El Pinche Boyo. Valentino Rajot. Want more details? Scan the attachment. Alright, Kleptomanie. Kleptomanie, Datensuche Javier Alvarandos. Unterschlagungsaktivität stellen und Restaurant El Pincho Polo. Es ist Wahlsaison und alle Welt dreht am politischen Rad. Kann nicht behaupten, dass es mir sonderlich gefällt, aber es ist gut für unser Geschäft. Eine junge Frau kam zu mir, behauptete, sie wäre Journalistin und muss verdammt gute Überredungskünste besitzen, weil ich noch nie jemanden von den Medien mit so viel Cash winken gesehen habe. Sie sucht Dreck am Stecken und Javier Alvarado, dem Berater des Bürgermeisters, meint, Alvarado müsste öffentliche Gelder unterschlagen, würde öffentliche Gelder unterschlagen und damit die Taschen der Valentinos füllen. Beweise? Findet man angeblich im Büro vom El Pincho Polo, ein Restaurant der Valentinos. Sieh dich dort mal um. Diese Journalistin schien sich ihre Quellen sicher und du weißt, wie das läuft. Solange sie die Eddies herausrückt, fragen wir nicht, für wen sie schreibt. Alright. Alright, da drüben ist jetzt Pincho Polo. Ich glaube, das heißt irgendwas mit Geflügel. El Polo heißt, glaube ich, Geflügel. Sonst noch jemand? Hier sind sehr viele Valentinos unterwegs. Oh shit! Leute, ihr solltet rausgehen. Ich nehme mal kurz was anderes, eine Blinkgranate. Weil da noch Zivilisten drin sind. Oh shit, und die Bullen kommen jetzt auch noch. Nice. Wieder rein! Die meisten sind, glaube ich, unten. Oder fast alle sind oben. Ganz kurz hier mal verlinken. Mitten im Kampf. Aber kann ja nicht schaden. Reicht. Wahrscheinlich leider. Ah doch. Sehr gut. Ein Laptop. Kann das Netzwerk ausschalten. Okay, der kommt runter. Selbstmord. Ja, hast du richtig gesehen, dass ich ein Netrunner bin? Noch mehr zum Hacken, sehr nice. Oh, shit, geht auch wieder nicht. Alter, ich bin doof.
Naja. Leute, haut bitte ab. Es ist hier nicht mehr sicher. Tja. Unten wären wir, glaube ich, durch. So, war's das, glaube ich. Ah, da drüben sind noch ein paar draußen. Ja, aber da komme ich gerade nicht hin. Die lasse ich mal draußen, außen vor. Ich gehe gleich zu denen, aber erst nachher. Die Mauer. Warum trennt eine Mauer Südkalifornien von seinem nördlichen Nachbarn? Die offizielle NUSA-Antwort lautet, dass es um Freiheit und Sicherheit geht. Denn bei Nordkalifornien denkt jeder erstmal an zwielichtige Nomadenfamilien, irgendwelche illegale Immigranten und gewalttätige Kriminelle. Jeder Couleur. Es heißt, die Mauer sei notwendig, damit Zollbeamte Schmuggler aufhalten können. Und dabei reden wir nicht über Drogen. Es gibt einen zunehmenden Markt für den Transport von illegaler Cyberware, die in alten Hangars zusammengebaut wird. Biotech-Zubehör und wertvolle Gegenstände von Orbitstationen und Mondkolonien. Und ich verstehe diese Sorgen. Ich verstehe sogar, dass man beim Überqueren der Grenze freiwillig auf sein Recht auf Privatsphäre verzichtet. Man lässt sein Gesicht scannen und sein Auto registrieren. Man wird von schwer bewaffneten Drohnen verfolgt, die die eigenen Koordinaten in Echtzeit an ein schnell reagierendes Verteidigungssystem in der Umlaufbahn weiterleiten. Alles nur für den Fall, dass man ein Terrorist ist? In dieser Sekunde, in der man durch die Sicherheitstore fährt, erinnert einen Militech oder wer auch immer den Auftrag ergattert hat, die Mauer zu verteidigen, daran, dass man sich in einem potenziellen Kriegsgebiet befindet. Und genau das ist die Mauer. Eine Erinnerung. Eine Erinnerung daran, wie zerbrechlich der Frieden und die Unabhängigkeit unserer Stadt sind. Als Bewohner von Night City sehe ich die Mauer recht häufig. Dank diesem Monster aus Beton, und anders kann man sie wirklich nicht beschreiben, vergesse ich nie, was Frieden kostet. Ist das gut? Schlecht? Das muss jeder für sich entscheiden. Hat ein bisschen was von der Mauer, die Trump da in Mexiko gebaut hat. Weil die trennt ja theoretisch eigentlich auch Amerika in zwei Häfen auf, weil ich meine ja Mexiko. Okay, Mexiko ist schon ein eigener Staat oder Land. Gut. Gefährliches Halbwissen. Wäscherei. Laut Rathaus gehört die Wäscherei uns. Alvarados Anteil liegt diesmal bei 15%. Er meint, er musste seine Beziehung spielen lassen. Aber ich denke, in einem Jahr haben wir das raus. Die Alk-Lizenz gilt ab sofort. Und wir haben die EBD-Ausrüstung von diesen Ehren aus Kabuki. Wenn das Geschäft erst brummt, können wir etwa 1 Million pro Jahr waschen. Wenn Alvarado die Steuern abschöpfen kann, vielleicht auch mehr. Läuft bei uns. Money, money, money. Hä? Komm schon. Okay, gut. Auch wenn es bloß 230 sind. 430. Ist das gar nichts.
mit Salbe dein Kopf explodiert. Nightmare und verschlüsselt. Hey Kumpel, heute ist dein Pechtag. Du fragst dich bestimmt, wer ich bin. Ja, ich bin ein Voodoo-Boy. Hast sicher von uns gehört. Weißt du noch, als du das letzte Mal im Netz warst? Ja, ich auch. Ich habe deinen Co-Prozessor gehackt und eine kleine Überraschung für dich installiert. Also mach besser, was ich dir sage, sonst macht's Rums in deiner Birne. Ich denke, 1000 Euro Dollar sind eine gute Summe, um deinen Kopf an Ort und Stelle zu halten. Wenn du zahlst, deinstalliere ich meine Überraschung. Wenn nicht, jage ich deinen Kopf in die Luft. Aber vorher den von der Person, die du am meisten liebst. Wenn du das NCPT rufst, jage ich deinen Kopf zweimal hoch. Du hast 2 Tage zum Bezahlen. Ich weiß, dass du das liest, weil ich eine Spionagekamera in deine Optik eingebaut habe. Wir haben das hier gerade gemeinsam gelesen. Es ist nicht brandbar, Kumpel. Also antworte gar nicht erst. Bezahl einfach und du wirst überleben. Okay, ist auch eine Spam-Mail, aber trotzdem ein bisschen was anderes. Nachbarschaftshilfe. Javier Alvarado an Mauricio Salinas. Sehr geehrter Herr Senior Salinas, ich beobachte Ihre Geschäfte und Ihre Philanthropie in der Glen mit großem Interesse. Es ist findigen Unternehmern wie Ihnen zu verdanken, dass das Gebiet großes Entwicklungspotenzial bietet. Ich bin absolut überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit unter den aktuellen Bedingungen fruchtbar wäre. Natürlich müssen Vereinbarungen im Falle gewisser Veränderungen, beispielsweise regionaler Art, gegebenenfalls neu bewertet werden. Hochachtungsvoll, Javier Alvarado. Mehr Druck. Larido an Mauricio Salinas. Mauricio, es ist geschafft. Die Vögelchen sind in den Käfig geflogen, haben gezwitschert, wurden vermöbelt, haben ihre Krallen ausgefahren. Und die Kameras haben alles aufgenommen. Die werden dir aus der Hand fressen. Sie gehören uns. Sag Bescheid, wenn du den Druck erhöhen willst. L. Und noch kurz die Daten stellen. Some things never change. Gonks tick the ballot and think they're actually making a choice. Only ever been one choice in this city. Corruption. Same shit, different assholes. And every time they think this time will be different, well, we get what we fucking deserve. You say it, Johnny. You say it. Sebastian Padre. Daten erhalten, danke. Und weg ist sie. So, jetzt zu den anderen da drüben auf dem Dach. Wie komme ich da hin? Flawlessly. All according to plan. Glad I can count on you. Contract closed. Und weg ist der Arm. Nee, Max-Tag ist, das muss man nicht rufen. Ich bin noch mit euch. Oder für euch. Und irgendwo was abholen? Nee, muss man nicht. Wir sind abgeschlossen. 5. Kolonie.
Padre hat nochmal was geschrieben. Sei vorsichtig, wie. Ich habe gehört, dass die Valentinos aus dir eine menschliche Piñata machen wollen. Na schön. Davon habe ich noch nichts gemerkt. Die Benachrichtigungssystem, was? OA. DA? OA, keine Ahnung. Sei dabei, wenn musikalische Universen aufeinandertreffen. Live auf der Erde, nur einmal alle Millionen Jahre. Mr. Kipper und die private Press für 99.9 Impulse. Club Riot Night City, nur mit Einladung. Gesponsert von Orbital Air. Spannend. Kannst kaum erwarten. Dies ist eine automatisch erstellte Nachricht. Bitte antworten Sie nicht drauf. Okay. Ist das eine... Das ist keine Mission. Interesting. Okay, ich glaube, meine Theorie hat sich bestätigt, hier sind bloß Padres Aufträge. Daher, andererseits, triff dich mit Hanako im Embers. Ja, das ist was anderes. Dann würde ich ehrlich gesagt mal nach hier drüben gehen und die zwei abklappen. Okay, wir könnten aufsteigen, warte ich noch ganz kurz und ich möchte doch noch mal kurz hier schauen. Club Riot Night City. Club Riot. Falsch. Auch falsch. Richtig. Datenbank. Welt. Kundung. Nope. Sorry, Orte. Nope. Oder kommt das vielleicht erst noch? Zumindest finde ich hier gerade nirgends, was so heißt. Ich weiß gerade nicht, wo der Club Riot ist. Ehrlich gesagt. Naja, vielleicht kommt da irgendwie noch eine Nachricht, die dann heißt, heute findet der Gig statt und wir können dahin gehen. Diese Party. Ich lasse mich schon wieder ablenken, nicht weit. Aber wir haben noch kurz Zeit in dieser Folge. Und das war es auch schon. Ganz kurz und schmerzlos. Katana ist auch ziemlich stark. Wie man sieht. Da geht's aufs Dach hoch. Auch wieder spannend. Schauen wir uns auch gleich noch an.
Rache für Gustavo. Ich mache es kurz. Die Fanficker von Sixth Street haben Gustavos Karre durchlöchert. Grundlos. Einfach nur, weil er da war und sie es konnten. Sein Output war drin. Hat 7 Kugeln abbekommen. 2 in den Kopf. Hat überlebt, aber es ist unklar, ob sie je widersprechen wird. Ob sie? Rache für Gustavo? Steckt der Nachname? Oder überhaupt raus aus dem Bett kommt? Weiß nicht, wie du das siehst, aber sowas kann ich denen nicht durchgehen lassen. Ich werde ihn morgen einen Besuch abstatten und so viele dieser Hurensohn abknallen, wie ich kann. Wenn du mitkommen willst, dann triff mich morgen mittags an Estebans Laden. Bring deine Knarre mit und genug Munition für all diese Wichser. DS. DS hat es leider nicht überlebt. Und wie es mir scheint, kam sie alleine. Denn es ist keine andere Leiche hier. Schade. Ich hätte es denen auch gegönnt. Dass ich Sixth Street fertig machen, aber hat leider nicht geklappt. Alter, das hat mich gerade getäuscht, als ob man da rein könnte. Okay, für das kann man hier hoch. Ich sehe schon. What's more, blowing away the competition. What? Mises 3D-Interieur hat mich gerade getäuscht. Man sieht eigentlich, dass es unecht ist, wenn man genauer hinschaut. Itemkomponente, sehr schön. Aber trotzdem kam sie alleine hin. Oh ja, Lied wieder. FF. Ah, shit. Schade. Na gut, hier sieht's aus, als ob hier nichts wäre. Na gut, komm noch ganz kurz. 70 Meter. Oh shit, das war Meetek! Okay, das war geplant. Das war geplant, dass das Meetek ist. Ich dachte zuerst, ich hätte was Falsches gemacht. Und das war eigentlich ein guter Move, den ich da gemacht habe. You can run, but you can't hide. Huh? Was? Wer hat das jetzt gesagt? Irgendwelche Leichen? You can run, but you can't hide. Zugangspunkt.
schwere taktische Rüstung. Extraktion NCX 56882. Im Zuge der laufenden Ermittlungen im Fall von Javier Alvarado, okay, das gehört alles immer noch zusammen, NCINV 33122 ist Gerardo Esteves aufzuspüren und zu extrahieren. Esteves wird verdächtig, Informationen zur Kooperation zwischen dem oben erwähnten Javier Alvarado und der Valentinos Gang zu besitzen. Die Abteilung für Ermittlungen hat Esteves Wohnort ermittelt, Ventura Street, Koordinaten im Anhang. Bei Eintreffen vor Ort hat Esteves außer Gefecht gesetzt. Komischer Satz. Bei Eintreffen vor Ort hat Esteves außer Gefecht gesetzt und zur Abteilung für Neuralermittlungen transportiert zu werden. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass Esteves alleine angetroffen wird. Potenzielle Augenzeugen müssen permanent neutralisiert werden. Der Einsatz wurde vom NCPD genehmigt. Es wird keine Beteiligung durch die Polizei geben. Hochachtungsvoll, Keenan Thorsten, Deputy Director of Operations, Abteilung für Sonderermittlungen, Zweigstelle NC Militech. Okay. Und das waren dann hier wohl die Zeugen. Oder Esteves. Sonst noch was? Elizabeth V. Reuter an Keenan Thorsten. Bedauerlicherweise verlief die Extraktion nicht erfolgreich. Esteves muss auf einen Kampf vorbereitet gewesen sein. Er war voll bewaffnet, geschützt durch eine Gruppe Valentinos. Eine gewaltlose Extraktion war unter diesen Bedingungen unmöglich. In der darauffolgenden Auseinandersetzung hat Esteves sich zahlreiche Verletzungen zugezogen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche ist die Zielperson verstorben. Das Gehirn jedoch ist unbeschädigt und wurde als potenzielles Beweismittel sichergestellt. Der Einsatzort wird derzeit gereinigt. Ein detaillierter Bericht wird bei Rückkehr zur Basis abgeliefert. Elizabeth V. Reuter, Senior Armed Engagement Specialist, Abteilung für Schlichtungshilfe, Zweigstelle NC Militech. Okay. Die Frage, wie kommt man da hoch? Und was ist das? Zugangspunkt für Daten. Kann man den hacken? Ja. Und kann man hacken? Ich gehe mal zuerst auf den dritten Punkt. Wir könnten mit F55 starten und F11 nehmen. Haben wir die zwei sicher und dann so. Perfekt. Ja, und dann würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. We'll be right back.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.